Ja, hallo und willkommen hier zur 36. Folge Timberborn auf meinem Kanal. Ich habe jetzt offscreen schon mal ein bisschen weitergebaut und zwar habe ich jetzt hier nochmal zweimal eine Bretterproduktion hinzugefügt. Hier so ein bisschen auf Stelzen über den Weg drüber. Ich denke mal, das ist ganz cool. Das scheint jetzt auch unser Bretterproblem so ein bisschen gelöst zu haben. Also es wird jetzt so langsam aber sicher mehr. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Damit bin ich sehr zufrieden. Sollte auf jeden Fall passen. Und ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet eine neue Produktion für Roboterteile. Da müssen wir mal gucken, ob wir die dann auch demnächst bald anschmeißen, weil ich sehe nämlich, wir haben zu wenig Roboter. Eventuell würde das dann Sinn machen. Wir müssen uns aber auf jeden Fall vorher um unsere Energie kümmern, weil die ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Wir könnten jetzt natürlich hier noch mehr Speicher bauen, aber mehr Speicher bringen uns nichts, wenn wir die Speicher nicht voll kriegen. Daher würde ich gerne hier in irgendwie es schaffen, die Produktion von dem Bereich hier nochmal zu erhöhen. Ich hatte so ein bisschen überlegt, ob wir einfach hier nochmal rundherum Windmühlen bauen, weil den Bereich hier würde ich sowieso nicht nutzen, weil der relativ weit weg ist. Das würde sich theoretisch anbieten. Alternativ könnte man auch hier drüben noch was bauen. Da müssten wir aber hier komplett eine Stromleitung rüberlegen. Von daher, ja, bin ich da nicht ganz so ein großer Fan von. Würde ich eigentlich, denke ich mal, belassen dabei. So. Genau, ansonsten bin ich gut dabei, hier das alles wegzusprengen. Das klappt auch relativ gut. Wir müssen natürlich im Nachhinein noch die Wege hier machen. Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Aber an sich läuft die Stadt hier. Unsere zwei Speicher sind auch fertig. Hier baue ich jetzt noch ein Ahorn. Quasi für Ahornsirup, einen Tank. Dass wir dann auch davon hoffentlich bald genügend haben. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wir haben jetzt hier einmal eine Katalysatorenfabrik und wir haben eine Biokraftstofffabrik. Wie sieht denn unser Biokraftstoff aus? Auf jeden Fall im Plus. Das ist prinzipiell erstmal schon mal gut. So, ich würde hier dann erstmal weitermachen mit Plattformen. Wir könnten ja theoretisch sogar hier so eine Plattform bauen. Können wir die irgendwie. Nee. Können wir die irgendwie vergrößern? Nee, können wir nicht. Nee, können wir nicht. Ja, dann bauen wir hier die einfach weiter. Dann bauen wir einfach die weiter. So, dann können wir nämlich hier nochmal einmal ein bisschen mehr Platz schaffen. Und können dadurch dann hoffentlich nochmal dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen hier hinbekommen. Wir brauchen halt einfach den Platz. Das muss man halt einfach so sagen. Wir werden das auch jetzt mal priorisieren. Weil ansonsten ist ja unser. Also große Plattform hier drüben, die permanent weitergebaut wird. Das soll jetzt aber erstmal kurz unterbrochen werden. Wir bauen jetzt hier erstmal weiter. So, dann würde ich nämlich sagen, können wir hier nochmal. Was haben wir denn jetzt hier drüben noch? Ist hier noch irgendwie was, was. Ja, wir haben jetzt hier nochmal eine. Was ist das hier? Eine Katalysatorenfabrik und eine Biokraftstofffabrik. Die Biokraftstofffabrik hat aber keine Leute mehr. Okay. Heißt, im besten Fall kriegen wir hier nochmal drei Leute hin. Drei Raffinerien hin. Und zwar eins, zwei, drei. Theoretisch würde hier sogar noch eine vierte hinpassen. Sehr gut. Dann machen wir das einmal so. Und setzen dann einmal den hin. Machen jetzt hier zweimal Biokraftstoff. Und einmal Katalysatoren. Das soll dann natürlich auch mit Priorität gebaut werden. Dann können wir nämlich das hier drüben abreißen. Langsam aber sicher. Das würde ich sogar machen. Was ist das hier? Das ist Raffinerie. Die machen Katalysatoren. Das kann weg. Das kann auch weg. Dann kann das hier nämlich abgeholt werden. Ja, langsam aber sicher wird's. So, dann haben wir nämlich hier drüben. Was sagt denn hier drüben unsere Speicherkapazität? Die wird nämlich noch nicht so dolle sein, vermute ich mal. Ja, wir müssen ja mehr Kartoffeln speichern. Dann machen wir jetzt hier nochmal einen Kartoffelspeicher. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffeln. Dann machen wir das so. Wir haben ja jetzt hier die große Produktion eigentlich. So, eigentlich haben wir genügend Kapazitäten. Hier ist natürlich jetzt ordentlich was los. Eventuell macht es sogar Sinn, hier dann noch mehr Leute, so hier noch einen Knotenpunkt reinzuballern.
dass das hier weiter funktioniert. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal wirklich gucken, weil wir brauchen wirklich die Kartoffeln. Wie viele Kartoffeln haben wir noch? Oh nee, Kartoffeln werden weniger. Oh, Kartoffeln werden weniger. Dann. Wie sieht es mit Morium aus? Wie sieht Morium aus? Ja, dann machen wir das hier nämlich anders. Dann machst du hier bitte einmal Biokraftstoff aus Karotten. Dann müssen wir das so machen. Sollte aber auch kein Problem sein. Dann müssen wir jetzt mehr Kartoffeln bald herstellen, ha? Was sagt denn hier unser Weizen? Ja, davon haben wir genügend. Gut, dann machen wir das jetzt so. Dann kommt jetzt hier einmal der Weizen weg. Und dann kommt hier dann nochmal Kartoffeln hin. Dann müssen wir das so machen. Gut, hier drüben, das ist okay. Das ist unsere Produktion damit. Genau, wichtig wird es jetzt, dass das hier bitte relativ schnell gemacht wird, dass das erledigt ist. Und hier brauchen wir einfach den Platz dann demnächst. Gut, sollte aber alles passen. Alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Das ist priorisiert. Ah, das ist schon fertig gebaut hier. So, dann bitte Holzroboter. Müssen wir mal gucken, aber nee, wir haben genügend Ahornsirup. Das ist doch mal sehr schön. So, was sagt unser Ahornsirup? Man hat es hier 71, 73. Heißt, ich vermute mal, dass hier so langsam dann die Produktion beginnt. Ist doch mal sehr schön. Gut, dann, das haben wir, das haben wir. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir müssen weitermachen hier mit unserer Stromproduktion. Und ich würde das jetzt hier drüben verlegen. Heißt, wir werden hier eine Plattform ziehen. Direkt daneben. So, das muss hier eins höher sein. So, dann einmal bitte das abreißen. Dann einmal bitte so. So, und dann machen wir das erstmal bis dahin. So. Sollte eigentlich. Gebäude ist zu weit von einem Distrikt entfernt. Scheiße. In dem Fall müssen wir das anders machen. Dann muss das hier oben erstmal nochmal weg. Dann müssen wir das einmal so bauen. Dann müssen wir das einmal so bauen, dass wir hier einen Weg kurz drüber ziehen. Gut, ansonsten werden wir jetzt hier gucken, dass wir jetzt hier möglichst viele Windräder draufkriegen. Von den großen natürlich. Zu weit von einem Distrikt entfernt, das ist jetzt erstmal egal. Die wollen wir natürlich auch verbinden. So, dann machen wir jetzt hier unten noch weiter. Da machen wir jetzt aber erstmal Ressourcenabriss. Bitte einmal die Ressourcen hier weg. Und dann einmal den Weg hier kurz gebaut, dass das hier auch lang geht. So. Genau, dann wird das jetzt hier gebaut. Das ist okay. Das sollte hier dann auch gebaut werden. Das sollte auch alles passen. Bitte das einmal priorisieren. Dass das hier ein bisschen schneller gebaut wird. Und dann machen wir hier oben drauf schon mal die Energie. So, hier werden wir das Ganze so machen. Und dann soll das erstmal passen und kann gebaut werden. Sehr, sehr gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Das ist okay. Da können wir jetzt unsere Nutzpflanzen hinsetzen. Die Kartoffel. Dann soll das auch erstmal wieder funktionieren.
Und das passt so. Wir haben immer noch ein Holz. Nicht normal, ey, wie viel Holz wir produzieren. Wir haben immer noch ein Holzproblem. Geht jetzt schon wieder runter. Ich war mir so sicher, dass wir es endlich gelöst haben. Gut, wir haben auch viele Projekte, die natürlich einiges an Holz kosten. So ist nicht, aber kann doch nicht sein, ey. Wir werden hier mal einen rausnehmen. Das passt. Ihr habt genug. Wie sieht's hier aus? Euch fehlt Material. Extrakt. Extrakt. Warum fehlt euch Extrakt? Ja gut, wir müssen Extrakt natürlich dann auch jetzt. Auch gut, ne? Haben wir extra hier drüben die Vollwasserquelle jetzt gebaut und jetzt, naja, gut. Achso, haben wir keins mehr? Wir haben keins mehr. Wir haben keins mehr, wir haben keins mehr, wir haben keins mehr. Dann einmal bitte. Das so, dann sollt ihr erstmal damit ihr überhaupt produziert. Das wäre wichtig. So, hier bitte lasst es aufsteigen. Wir brauchen die Energie. Die Dinger müssen voll werden. So, dann machen wir jetzt hier auch noch energietechnisch. Wie verbinden wir das? Einfach sagen, wir machen das so und dann sollen die hier, machen wir das hier so zu. Dann soll das auch erstmal passen. Ah, hier ist so eine Treppe, okay. Wir machen das aber anders. Wir werden das einfach mal so hier langziehen. Gut, dann werden wir aber bitte einmal die Geschichte hier priorisieren, dass das bitte abgerissen wird, dass ich hier weiter planen kann. Aber ich denke mal, ist dann schon wichtig, dass wir dann einfach hier uns drum kümmern und dass wir dann hier auch die Produktion bekommen. Das ist ehrlich jetzt. Really? Das funktioniert nicht von der Brücke da drüben. Ach, kommt schon, Leute. Ja, okay, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das dann wieder einzeln bauen. Das müsste hier wahrscheinlich funktionieren. Genau, das auch und das auch, das auch. Die paar funktionieren dann nicht. Okay, Gebäude abreißen. Dann halt nicht. Anstrengend hier mit euch. Gut, dann sollen die das erstmal alles fertig bauen. Ist ja kein Problem, kriegen wir hin. Gut, was ist das hier? Ahornsirup. Den brauchen wir ja hier jetzt eigentlich nicht mehr. Das soll ja hier eigentlich abgerissen werden. Das auch. Das kommt weg. So, dann haben wir nämlich das. Dann werden wir hier bald ordentlich umbauen. Was ist das jetzt hier? Extrakt. Ah, ist okay. Müssen dann hier wirklich nochmal ordentlich umbauen, ne? So ist ja nicht. Machen wir hier mit dem. Ja, das kann noch bleiben. Das ist egal. Das ist, glaube ich, einer unserer ersten Speicher mit. Wir können auch bestimmt hier noch den einen oder anderen Windmühle mit hinsetzen, aber unterm Strich würde ich den größten Teil, glaube ich, dann wegsetzen. So, das kann hier noch weg. Dann kann das kann nicht weg. Das schließt hier die Zentrifuge an, obwohl wir die Zentrifuge ja auch. Nee, können wir nicht, da kommen wir nicht ran. Das können wir hier aber abreißen. Das gibt uns nochmal einmal Holz wieder. Ja, ich greife hier nach jedem Strohhalm. Dann haben wir das. Dann das kann. Weg, das kommt auch weg, das ist gut, das kommt weg, was liegt hier noch rum? Diese Mehl, das ist okay. Wir haben echt ein Holzproblem, wir haben echt ein Holzproblem. 83%. Ah, wenn das alles wieder da ist, dann ist erstmal wieder ordentlich was da, aber das dauert halt immer. Was hat der hier für ein Problem? Abgebrochene Zähne. Heißt, wir brauchen hier einen Schleifstein. Aber das ist ja kein Problem. Den werden wir hier hinsetzen. Könnt ihr gerne haben. Mit Priorität bitte bauen. Und dann sollte das auch passen. Sehr, sehr gut. Genau, das hier wird gebraucht. Das ist okay. Wir Extrakt. Wir haben hier Ahornsirup. Unser Katalysator. Wir brauchen jetzt dann langsam Lochplatten. Ich hoffe, dass wir die hier schon einlagern können. Man bräuchte hier wirklich irgendwie eine Übersicht. Bücher, Lochkarten, ja, okay. Dann wäre das aber, glaube ich, das nächste, was ich hier bauen würde.
Wissenschaft? Nee, das müsste bei dem hier mit dabei sein. Achso, das bauen wir hier, glaube ich, schon, wa? Lochkarten, Lochkarten, gut. Dann brauchen wir das hier nicht. Was haben wir dann noch hier drüben? Wir haben jetzt hier drüben noch auf jeden Fall die Schmelzereien. Dann machen wir die jetzt als nächstes. Wie viele haben wir davon? Wir haben davon 1, 2, 3, würde ich sagen. Aber wir haben nur. Machen wir erstmal 2. Machen wir erstmal 2. Obwohl, wir können ja eigentlich 3 hier hinsetzen. Wenn es denn passen würde. Ja, dann ist erstmal egal. Dann machen wir erstmal nur 2. Die bitte als nächstes mit Priorität bauen. Und die kriegen dann auch wieder Biberse. Als Arbeiter. So, Holz ist dann demnächst alle. Mal wieder. Bretter sind auch erstmal wieder alle. Das ist natürlich nicht so schön. Erstmal nicht das Dramatische. Dann geht erstmal unsere Produktion wieder runter. Ist halt irgendwie, müssen wir echt nochmal. Ich werde hier, also der Distrikt soll wirklich nochmal massiv auf Holz setzen. Ey, wo kriege ich jetzt denn hier? Das hier? Ja, okay, das funktioniert. Dann machen wir das mal anders. Dann geht ihr mal bitte hier 2 raus. Dann könnt ihr hier weitermachen. Was sagt unser Sprengstoff? Der wird verarbeitet, aber wir brauchen hier mehr Extrakt, ja. Es liegt am Extrakt. So, dann würde ich sagen, wir fangen hier einfach mal an mit der Geschichte. Heißt, wir können jetzt hier Landschaftsgestaltung machen jetzt hier, nee, das ist glaube ich Dreier, oder? Ist das hier? Doppel. Okay, ist doch Doppel. Dann einmal bitte das und dann geht's los. Sehr, sehr schön, dass wir hier einfach vorankommen. So, und hier haben wir noch obdachlose Biber oder was? Oder wieso pennen die hier? Dann scheinen wir ja wirklich noch obdachlose Biber zu haben. Das ist natürlich nicht gut, das wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach mal noch 3 hin und werden einfach hier dann unser Treppenhaus wieder bauen, das altbekannte. So. Ne, da wollen wir nicht hoch. Aber wir bauen hier einfach wieder rundherum, so wie wir es kennen. So. Gut, dann das Treppenhaus. Einmal so bitte. Und einmal hier rundrum. So, dann wollen wir das natürlich hier auch nutzen und gebaut haben. Sehr schön. So, dann können wir hier noch einen Schleifstein bauen. Zahnschleifstein hier. So, dann haben wir das auch erledigt. Obwohl, wir können das anders bauen. Das kommt weg. Der Zahnschleifstein kommt dann hier hin. Wir haben halt jetzt einen sehr, sehr hohen Extraktverbrauch, ne? Das muss man halt wirklich dazu sagen. Das wird auch einige Zeit noch anhalten durch die ganze Sprengung hier. Wir müssen hier noch deutlich mehr wegsprengen, aber hier kann man halt schön viel dann von allem hinbauen. Also hier kann dann wirklich viel, viel Holz hin. Das sollte auf jeden Fall sehr gut sein. Ansonsten müssten wir dann echt mal überlegen, wie wir weitermachen. Wir könnten hier unten dann auf jeden Fall den Bereich noch anpassen. Das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Müssen wir dann mal gucken. Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir, denke ich mal, auch hier die nächste Produktion anwerfen. Müssen wir mal gucken. Momentan sieht es ja Biber-technisch wieder ein bisschen besser aus. Aber wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.